Eine geniale Funktion fürs iPad ist der Splitscreen. Und weil ich niemanden kenne, der sich mit dem iPad so gut auskennt wie mein Kollege Timo, habe ich ihn gebeten, dass er uns die Funktion heute mal vorstellt. Möchte man mit dem iPad produktiv arbeiten, wird man ziemlich schnell an den Punkt kommen, wo man mehrere Apps gleichzeitig verwenden muss. Auf klassischem Wege müsste ich ständig zwischen den Apps hin und her wechseln. Das macht keinen Spaß. Die gute Nachricht, das geht viel einfacher. Wie das genau geht, welche hilfreichen Beispiele es gibt und wie du das am besten für dich umsetzen kannst, schauen wir uns jetzt an. Möchte ich mir jetzt zwei Apps nebeneinander im Splitscreen öffnen, funktioniert das so, dass ich in der Mitte vom unteren Bildschirmrand leicht nach oben wischen muss, bis mir diese iPad-Dock hier angezeigt wird. Hier suche ich mir meine gewünschte zweite App aus, in dem Fall nehmen wir jetzt mal Microsoft To Do. Ich drücke, halte und schiebe To Do hier entweder an die linke oder an die rechte Bildschirmseite, lasse los und wir sehen, wir haben jetzt Outlook und To Do im Splitscreen direkt nebeneinander. Natürlich kann ich mir auch die Größe der Fenster anpassen. Hierzu nehme ich einfach diesen Schieberegler in der Mitte und mache hier To Do mal etwas kleiner. So kann ich nun super mit beiden Apps parallel arbeiten. Ich zeige mal als Beispiel, ich mache hier mal aus der E-Mail von der Lisa eine Aufgabe in Microsoft To Do. Erstellen eine Aufgabe, sage okay, das passt so, in To Do anzeigen und kann hier super nebendran entsprechende Änderungen und Anpassungen vornehmen. Noch ein paar Profi-Tipps. Wenn ich To Do jetzt nicht mehr benötige, kann ich mir das Ganze natürlich auch ersetzen. Beispielsweise, wenn ich jetzt Safari hier nebendran brauchen würde, würde ich einfach Safari nehmen und auf das To-Do-Fenster ziehen. Man sieht, das To-Do-Fenster wird etwas dunkler. Ich lasse Safari los und es fügt sich in das entsprechende Fenster ein. Ich zeige das nochmal. Ich wische von unten in der Mitte leicht nach oben, bis mir die Dock angezeigt wird. Nun ersetze ich mal Outlook durch OneNote. Drücke OneNote, schiebe es und lasse es über dem Outlook-Fenster los. Machen wir hier mal den Browser wieder etwas größer. Das wäre die typische Recherche-Situation. Was im Splitscreen auch super ist, ich kann mir Inhalte ganz einfach kopieren. Ich wähle mal hier diese Überschrift aus und nun kann ich einfach drücken und halten und mir das hier rüberziehen. Das Ganze funktioniert natürlich auch für Fließtext und das Spannende, ich nehme mal hier erst den Fließtext, aber Sie haben es wahrscheinlich gerade schon gesehen, es funktioniert auch für Bilder. Beispielsweise nehme ich mir das hier und ziehe es hier rüber. Wir sehen hier erscheint dieses grüne Plus, ich lasse los und wir haben sowohl Überschrift, Fließtext wie auch Bild ganz einfach eingefügt. Möchte ich den Split View nun beenden, kann ich hier diesen Schieberegler in der Mitte einfach zum rechten Bildschirmrand hinauswischen und nun habe ich nur noch das OneNote-Fenster als Fullscreen. Eine zweite sehr hilfreiche Funktion ist das sogenannte Slide-Over. Das eignet sich besonders gut, wenn ich bestimmte Dinge in den unterschiedlichsten Situationen immer wieder benötige. Ein typisches Beispiel aus dem Alltag ist, ich habe bei mir auf dem Schreibtisch einen Taschenrechner liegen, da ich ihn immer wieder benötige. Genauso auch meinen Kalender. Das funktioniert auch auf dem iPad. Dazu gehe ich genauso vor wie gerade eben. Ich wische vom unteren Bildschirmrand nach oben, bis mir die Dock erscheint und nehme jetzt beispielsweise hier diesen Taschenrechner.
drücke, schiebe es nach oben. Ganz wichtig, nicht an den Bildschirmrand. Wir lassen es hier einfach los. Und wir sehen, das erscheint hier so Bild in Bild. Nun möchte ich mir beispielsweise die Kosten für alle meine Mitarbeiter kalkulieren. Hier 10,50 Euro mal 15 Mitarbeiter in dem Beispiel macht 157,50 Euro. Das Tolle ist, wenn ich den Taschenrechner jetzt nicht mehr benötige, kann ich ihn mir einfach zum rechten Bildschirmrand hier rauswischen. Ich wechsle mal die App und das ist auch der grundlegende Unterschied zum Splitscreen. Wenn ich nun den Taschenrechner wieder benötige, in einer anderen App oder in derselben App, das ist egal, kann ich ihn mir einfach wieder vom rechten Bildschirmrand hineinziehen. Noch ein weiteres Beispiel. Wenn wir wieder bei dem Thema Terminvereinbarung sind, kann ich mir einfach den Kalender genau identisch hier an den Rand ziehen im Slideover und habe hier im Blick für meine Terminvereinbarung. Brauche ich den Kalender jetzt nicht mehr, kann ich ihn einfach wieder zum rechten Bildschirmrand herauswischen. Was sehr spannend ist, wir hatten uns ja jetzt sowohl den Taschenrechner wie auch den Kalender ins Slideover gezogen. Brauche ich jetzt den Kalender nicht mehr, möchte zurück zum Taschenrechner, kann ich einfach zwischen den Apps wechseln, indem ich hier unten an diesem Streifen zur Seite wische. Ich zeige das nochmal. Kalender, Taschenrechner, Kalender, Taschenrechner. Nun hoffe ich, dass Sie einiges aus diesem Video mitnehmen konnten und kann Ihnen jetzt nur noch empfehlen, wir veröffentlichen jeden Dienstag und jeden Sonntag hier bei uns auf dem YouTube-Kanal ein spannendes Video rund um das Thema digitale Arbeiten mit Microsoft 365. Klicken Sie gerne auf den Abonnieren-Button, um kein Video mehr zu verpassen. Viele Grüße und bis zum nächsten Video.